In wenigen Tagen ist Valentinstag und grundsätzlich bin ich kein so großer Fan von diesem Feiertag. Aber was ich liebe, sind richtig nice, cute Valentine's Snacks. Deswegen werde ich euch heute ein paar super easy Valentine's Snacks in vegan zeigen. Beziehungsweise sagen wir so, die Hälfte davon ist super easy und das andere Rezept ist nicht ganz so easy. Aber dazu kommen wir gleich. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um Valentinstag bzw. um leckere Valentinstags-Snacks, natürlich in vegan. Ich werde euch zwei super, super easy Sachen zeigen, die ihr eben mal fix machen könnt, spontan. Und eine Sache, die vielleicht ein bisschen komplizierter ist, aber das werdet ihr dann sehen. Wir fangen erstmal mit den leichten Sachen an. Wirklich super, super leicht. Eigentlich ist leicht sogar schon ein bisschen untertrieben. Alles, was ihr dafür braucht, sind Salzbrezeln und Oreo-Kekse. Ich habe die hier auf einem Backpapier einfach ausgelegt. Und dann habe ich vegane Schokolade geschmolzen und zwar einmal dunkle Schokolade und einmal diese weiße Schokolade, die ich tatsächlich noch aus einem Adventskalender übrig hatte. Irgendwie wurde der während der Adventszeit nicht gegessen und die Schokolade war eben noch da und ich bin ja kein so großer Fan davon, einfach Schokolade so zu snacken. Beziehungsweise zumindest nicht diese weiße, deswegen habe ich sie aufbewahrt und hier ist sie perfekt für geeignet. Ich habe die also auch geschmolzen und ich mache das immer so, dass ich die einfach in eine kleine Schüssel tue und dann die kleine Schüssel in eine große Schüssel und da gekochtes Wasser aus dem Wasserkocher hinzugebe. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, als es auf dem Herd zu machen, aber ich finde, es ist weniger Aufwand. Und da habe ich mir hier so zwei Wasserbäder vorbereitet und die dunkle und die helle Schokolade geschmolzen. Und dann müssen wir die einfach nur noch auf den Brezeln und den Oreo-Keksen verteilen. So easy ist es. Und ihr könnt da richtig creative werden und einfach ja, machen, worauf ihr Bock habt. Ich hatte hier noch so Streusel von Dr. Oetker. Ich muss dazu sagen, die sind leider nicht komplett vegan. Ich habe die seit 4 oder 5 Jahren in meinem Dekorierschrank drin. Ich weiß nicht, ob ich das damals irgendwie einmal nicht gecheckt habe oder ob mir die jemand anderes mal mitgebracht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich will sie auch nicht wegschmeißen. Deswegen dachte ich, sie eignen sich gut. Ich nutze sie hierfür. Aber ich werde euch vegane Streusel in der Infobox verlinken, weil ich finde, es ist nicht so wahnsinnig einfach, welche zu finden. Und dann könnt ihr da einfach mal schauen, dass ihr da was Veganes bekommt. Ich habe auch noch für den Rest der weißen Schokolade diese Lebensmittelfarbe verwendet. Ich hatte leider nur noch lila. Ich hätte lieber rot gehabt, aber die habe ich schon aufgebraucht. Deswegen habe ich einfach lila benutzt. Das ist so ein Natural Pulver aus dem Bioladen. Super teuer. Aber die normale Farbe von Dr. Oetker ist, glaube ich, auch nicht vegan. Deswegen habe ich das mal gekauft. Und ich hatte, wie gesagt, nur noch lila übrig, deswegen habe ich das benutzt. Und die muss man so ein bisschen mit Wasser anrühren und kann die dann verwenden. Und da habe ich einfach ein bisschen was von in die weiße Schokolade gegeben. Und dann hatte ich lila Schokolade. Und ich hatte auch noch so geiles veganes Glitzerpulver, das habe ich auch noch verteilt. Ich habe einfach alles gemacht, worauf ich Lust hatte, was ich finde, was cute aussah. Und ja, das ist es. Fertig. Ist schon der erste Valentine's-Snack. Ich finde, das ist einfach wirklich eine super easy Möglichkeit, ein paar cute Snacks zu haben, vielleicht für einen nice Filmabend oder einfach so, weil ihr Bock drauf habt. Und es ist wirklich mega einfach. Kommen wir zum etwas aufwendigeren Rezept. Das habe ich mal auf Instagram gefunden und ich habe mich ein bisschen daran orientiert. Und zwar so nicht Zimtschnecken, aber so Himbeerschnecken. Weiß nicht, ob das denn da gibt, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Und zwar mit einem Hefeteig. Ich habe erstmal die Butter geschmolzen und dann Zucker, Milch und Trockenhefe hinzugefügt und das Ganze gut umgerührt. Ich verlinke das Rezept, woran ich mich orientiert habe, unten in der Infobox. Dann könnt ihr da einfach die Mengenangaben nochmal nachlesen. Dann habe ich das kurz beiseite gestellt für 10 Minuten ungefähr. Und derweil wollte ich das Mehl sieben in eine Schüssel, aber das war mir dann irgendwann zu umständlich. Deswegen habe ich es einfach so reingegeben. Dann die Butter-Milch-Trockenhefe-Zuckermischung hinzugegeben und auch noch den Rest von der lila Lebensmittelfarbe. Ich hätte hier auch wieder lieber rot oder pink sogar gehabt, aber ja, man muss ja manchmal das nehmen, was vorhanden ist. Und dann habe ich das alles gut umgerührt. Und am Ende auch geknetet. Und wie das bei Hefeteig so ist, muss der dann erstmal für 1,5 bis 2 Stunden ruhen. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr, während ihr den Teig ruhen lasst, die anderen Snacks vorbereitet, die ich jetzt davor gemacht habe. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was ich dann auf jeden Fall in der Zwischenzeit gemacht habe, beziehungsweise gegen Ende der Zeit, die ich gewartet habe, ist die gefrorenen Himbeeren aufzukochen. Und zwar habe ich das einfach in einem Topf gemacht. Himbeeren mit Stärke, Zucker und Wasser. Und dann gewartet, bis das Ganze ein bisschen eingedickt ist und so eine ja, Creme bildet. Im Rezept stand noch irgendwas von frischen Erdbeeren und Strawberry Jam oder sowas, aber ich habe nur die gefrorenen Himbeeren benutzt, eben mit Stärke, Wasser und Zucker.
Dann kam der schwierige Part. Und zwar habe ich den Teig dann wieder durchgeknetet und dann musste er ja geformt werden. Und Leute, ich habe so krass viel Mehl dazu gegeben, aber dieser Teig ist einfach nicht unklebrig geworden. Er hat die ganze Zeit weiter geklebt. Deswegen hat es auch nicht so gut funktioniert bei mir mit den Rolls. Es sind eher dann so Haufen geworden am Ende. Aber was ihr eigentlich machen sollt, ist den eben ausbreiten und dann diese Himbeergelmasse darauf verteilen und den dann einfach zusammenrollen. Wie gesagt, es hat nur so semi gut geklappt, aber irgendwie mag Hefeteig mich auch nicht. Ich habe immer Probleme damit, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist auch nicht so wahnsinnig einfach, wie man sich das immer so vorstellt. Jedenfalls habe ich da mit einem Stück Zahnseide die Rollen abgeschnitten. Zahnseide funktioniert super, super gut für sowas. Es ist sogar so scharf, dass man damit Wassermelone schneiden kann. Habe ich letztes Jahr ausprobiert. Anyways, die Rollen kommen dann in so eine Backform und dann habe ich die nochmal stehen gelassen für 40 Minuten. Könnt ihr aber bis zu einer Stunde nochmal aufgehen lassen. Derweil habe ich den Ofen schon mal auf 180 Grad Celsius vorgeheizt und dann, bevor ich die Fruit Rolls reingetan habe, habe ich da noch so ein bisschen pflanzliche Sahne drüber getan. Einfach damit die ja so nice werden von außen, was man halt sonst in der nicht-veganen Version mit einmacht. Dafür kann man super gut Pflanzenmilch benutzen als vegane Option. Und dann habe ich die Dinger für so eine halbe Stunde gebacken. Und dann wollte ich eigentlich ein super nices Frosting machen aus Butter und Frischkäse. Dafür habe ich extra diesen Frischkäse von Vemondo gekauft. Aber was soll ich sagen, es hat mal wieder gar nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, wirklich keine Ahnung. Es ist einfach nur richtig ekelhaft geworden. Deswegen habe ich mich dann kurzerhand dazu entschieden, einfach Sahne zu verwenden, damit es zumindest hübsch aussieht. Ich habe die von Oatly benutzt, wie immer, und ein bisschen Vanillezucker und Sahnesteif hinzugegeben, die einfach aufgeschlagen und dann auf meinen Fruit Roll Dingern verteilt und natürlich auch wieder mit Sprinkles gesprinkelt. Und das ist dann das etwas kompliziertere und aufwendigere vegane Valentinstagsrezept. Könnt ihr auf jeden Fall gerne nachmachen, vielleicht klappt es ja bei euch besser. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Und natürlich wünsche ich euch auch einen wunderschönen Valentinstag, falls ihr den feiert. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Valentinstag grundsätzlich haltet. Und dann lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch weitergeholfen hat. Und falls ihr noch ein bisschen mehr Inspiration benötigt, dann schaut euch dieses andere Valentinstag-Video von mir an. Abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal für weitere Rezepte in der Zukunft. Und dann wünsche ich euch einen schönen Valentinstag und auch grundsätzlich eine gute Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, ciao.